Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde DC Universe Online. Und ich spiele mal wieder Red Doggy. Das letzte Runde für die Woche. Und dann muss ich mal schauen, wen ich weiterspiele. Entweder den Schurken hier, DC, ja, den Schurken Red Doggy oder den Helden Red Dog, Stefan Red Dog. Ah, okay. So, ach, ich renne in der falschen Richtung. Ich muss da lang. Jo. Und ich fliege. Oh Mann, dieses Gift ist eine tolle Sache. Diese Stadt wird uns gehören. Finde jetzt Banes Lieferanten. Reiße seinen Straßenkämpfern die Giftinjektoren heraus. Das sollte ihre Zungen lockern. Da ist eine Quest. Hey du! Banes Hüpfer tragen einfache Giftinjektoren für den Rest der Mannschaft. Schnapp sie dir für uns, okay? Dieses Zeug ist mehr wert als du. Ich habe den letzten Fehler deines Lebens begangen. Der Saft zeigt seine Kraft. Bitte mach, dass es aufhört! Ich weiß nichts, ich schwöre es. Da ist noch ein Ausrufezeichen, das nehmen wir auch schnell mit. Vigivel über Tlaloc, Gott des Wassers. Dieses Bild wird von vielen von Banes geschmeidigeren Kämpfern verwendet. Muss verrückt sein, hier einfach so hereinzukommen. Der Schmerz soll aufhören, bitte! Sie sagen mir nichts. Bane vertickt sein Zeug im Falkone-Gebiet. Hol uns die Vertriebsinformationen aus diesen Terminals. Seine Kunden werden bald ihre Marke. Sie hat nichts mit dir zu tun. Hey! Du wirst dran glauben müssen. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Das Giftlabor ist in der Nähe. Aber sag Bane nicht, dass ich es dir gesagt habe. So. Aber du. Hey! Hörst du was? Ah, das hat richtig wehgetan. Was ist los? Ich hab ihm wehgetan. Der Ärmste. Ich hoffe, ich tue nicht noch mehr Leuten weh. Oh, was ist denn da? Eine Fleißzeichen? Nee. So. Schützt das Lager! Ah. Eine Straße. Stärke. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Der Saft zeigt seine Kraft. Der Saft zeigt seine Kraft. Ich weiß nichts, ich schwöre es. Es tut so weh. Sie sagen mir nichts. Aber du. Da müssen wir rein. Ja. Ah, da ist super. Let's go. Was sind das für ein Hund? Auf jeden Fall ein Toter. Hey! Richtig wehgetan. Was ist oh, los? Ladies sind hier. Das hat richtig wehgetan. Was ist los?
Oh, da ist der Computer. Ich denke mal, da müssen wir ran. Mach dich bereit für den Kampf. Soldaten. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Aber du... Der Saft zeigt seine Kraft. Naja, okay, die Hunde sind ja ziemlich armselig. Hey. Da hinten ist noch ein Computer. Da ist eine gelbe Kiste. Na, machen wir mal schnell voll hier. Okay. Da lang laufen. Ich brech dir das Kreuz, Mann. Genauso wie Bane es mit der Fledermaus gemacht hat. Aber du... Das ist voll. Wer ist das? Du hattest Glück, du Penner. Mehr nicht. Glück? Meint er mich mit Glück? Hallo? Oh, das ist so ein Ausrufezeichen? Ja. Ich will mehr Punkte. Exklusivbericht von Vicky Vale. Banes Anwerber tragen oft das Bild von Camaxtli, dem Gott der Jagd. Und da ist noch ein Computer. Bisschen Pac-Man gerade gezockt, da geht's raus. Gleich. Hätten wir auch noch was. Jo, zocken wir auch noch mal Pac-Man. Oder eher Hackman. Ich hasse Gift und ich hasse Bane. Dass die Falcones mich dafür bezahlen, ihn fertig zu machen, ist nur das Sahnehäubchen. Wenn du Bane eins auswischst, hast du was gut bei mir? Adios, amigo. Ja, adios. Adios, du einer.
So, und drücken wir mal Start, gehen auf Tagebuch. Apropos dick und doof. Die Falcones haben Killer Croc auf ihrer Gehaltsliste, hm? Er hasst Bane. Das könnte sehr interessant werden. Oh, die sind gut. Anziehen. Ach, ziehen wir den auch an. Benutzen wir das mal. Und Colaflaschen. So. So, was machen wir jetzt hier? Tagebuch. Das hier, gell? Du hast gerade den letzten Fehler deines Lebens begangen. Auch wieder was. Ich denke mal, wenn hier überall rüberfliegen würde, wird man das gar nicht sehen. Okay, mit dem Fliegen ist man ein bisschen schneller. Aber ich finde, damit macht das irgendwie auch voll Laune, so rumzulaufen, über die Dächer zu laufen, von Dach zu Dach zu springen. Was ist denn das für einer hier? Raus hier! Die werden die Gebühren nicht erhöhen! Du wirst mir dabei helfen, den Satelliten auszuschalten. Nachdem du mich geschlagen hast? Was bist du denn für ein kranker Scherzkeks? Tja, ich bin ein kranker Scherzkeks. Aber kann das sein, dass die Person gerade, also mein Held gerade eine Männerstimme hatte? Komme ich um aufs Dach? Ja oder nein? Ja, ich schaffe es. Ich schaffe es. Yippie. Dies ist deine Rettung. Sogar fast drüber. Im East End von Gotham gibt es Gegenden, unheimliche und gefährliche Orte, die selbst Booster Gold nur furchtsam betritt. Am schlimmsten ist die Crime Alley. Diese ehemalige Oberschichtgegend, die früher als Park Row bekannt war, erhielt den Namen Crime Alley durch den Mord an Thomas und Martha Wayne, zwei der geachtetsten und reichsten Philanthropen von Gotham. Ihr Tod markierte den tragischen Absturz Gothams in die Verzweiflung. Jetzt wissen wir mehr. Da geht's weiter. Phew. Muss ich da über der Brücke rüber? Nee, oder? Nee. Die East End Free Clinic wurde von Leslie Tompkins gegründet und bietet jedem, der darum bittet, kostenlose Krankenversorgung. Selbst bekannten Kriminellen. Sie arbeitet unter der Vorschrift strengster Gewaltlosigkeit, was selbst von den feindseligsten Psychopathen von Gotham respektiert wird. Hier gibt es immer jemanden, der helfen will. Diese Booster-Gold-Unterstützung war völlig kostenlos. Und hier zum nächsten. Oh, falsch gelaufen.
Ach je, wie weit muss ich hier noch? Also Leute, die gerne schnell unterwegs sind, für die wäre es vielleicht besser zu fliegen. Aber wenn Leute sowas mögen wie von Dach zu Dach zu springen, für die wäre vielleicht das hier am besten. Ich bin dran. Ah. Ich brauche Verstärkung. Hä? Was ist denn das? Ach, bestimmt oben auf dem Dach. Da. Das ist das ursprüngliche Wayne Enterprises Gebäude. Das Unternehmen wurde im 17. Jahrhundert gegründet und der Bau dieses Gebäudes im 19. Jahrhundert markierte seinen Aufstieg zu einem der größten multinationalen Konglomerate. Viele Leute im East End haben Wayne Enterprises für die Verbesserung ihrer Lebensumstände zu danken. Jo, das haben wir auch schon mal gehabt. Leider hatten wir die Quest noch nicht. Haha. Vielleicht ist man ja mit Flash noch schneller unterwegs, also mit der Sturmfähigkeit. Das weiß ich nicht. Weil Flash habe ich noch nicht gespielt. Sturmfähigkeit, Stürmerfähigkeit meinte ich. Ja. Das East End von Gotham hat schon viele Tragödien erlebt. Jenen, die stets daran arbeiten, den Menschen dieser aufgewühlten Gegend die Hoffnung zurückzugeben, verleihe ich einen offiziellen Booster Gold Goldstern der Güte, den ich erst kürzlich entworfen habe. Wir schreiben Geschichte, Leute. Ihr werdet gut. Das sollte den Großteil des Gifts aus dem Verkehr ziehen. Hallo, ich bin Booster Gold. Und dies ist Booster Golds Erkundungsabenteuerreihe. In diesem Abenteuer kehren wir zurück in Gothams berüchtigtes East End und entdecken seine reichhaltige Geschichte, während wir hoffentlich vermeiden, ausgeraubt zu werden. War das nicht gerade die Quest, die ich gerade gemacht habe? War das eine Tagesquest, dass man die einmal am Tag machen kann? Weil ich die ja nicht heute angenommen habe. Ich weiß es nicht. Naja, mal schauen. Kann man sich irgendwann nochmal hier Haare machen lassen? So, dann flitzen wir mal wieder los. Ach Mensch, wäre ich mal über die Wand hochgerannt. Ich erledige dich. Alles klar. So. Ich würde ja gerne wissen, wo die Guten oder die Helden in Gotham City starten. Die sind ja in dem Versteck von Batman dann.
Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute hier kommen. Weil wir mehr herausgefunden, dass die grünen Vierecke da Menschen sind. Und ich finde jetzt gerade, heute laufen hier sehr viele rum. Nein. Wie weit ist denn das noch weg? Da vorne ist ja schon Ende von der Karte, denke ich mal. Ja, da ist es auch. Bitte, der Schmerz, dass es aufhört! Bitte! Ah! Höre das Feuer! Oh, da ist wieder so ein komisches Ding. Und da ist eine Quest. Der Saft zeigt seine Kraft. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Bitte, kriegst du eine Spritze. Es tut so weh. Ich liebe dieses Rennen. Ich fühle mich so stark. Bitte mach, dass es aufhört. Der Schmerz soll aufhören, bitte. Alle zerstören hier. Das ist wieder so ein Ausrufezeichen. Wenn wir dich auseinandernehmen, können wir das sagen. Das zeigt seine Kraft. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Es tut so weh. Bericht von Vicky Vale. Maxtli, der Gott des Krieges, wird oft von Banes Straßenkämpfern getragen. Wenn wir dich auseinandernehmen, können wir dein Zeug behalten. Bitte mach, dass es aufhört! Der Saft zeigt seine Kraft. Der Schmerz soll aufhören, bitte! Es tut so weh! Bitte mach, dass es aufhört! Banes ging es egal. Die regelkonformen Bullen in Gotham brauchen eine Lektion. Hey! Das hat richtig wehgetan! Was ist los? Der Saft zeigt seine Kraft. Der Schmerz soll aufhören, bitte! Ich hab die ganze Zeit falschen Knopf gedrückt. Es tut so weh! Bitte mach. Der Saft zeigt seine Kraft. Der Schmerz soll aufhören, bitte! Gothams East End war früher eines der wohlhabendsten Viertel der Stadt. Aber jetzt ist es ein trauriges Monument dieser fernen Vergangenheit. Die Gebäude sind dieselben, aber sie befinden sich jetzt im Zustand des Verfalls und sind mit den hoffnungslosen Armen gefüllt. Nur wer sein eigenes Leben gering schätzt, wagt es, auf diesen vom Verbrechen geplagten Straßen zu gehen. Ich gehe da lang. Ich liebe dieses Rennen. Ich fühle mich so stark. Es tut so weh. Bitte mach, dass es aufhört. Können wir dein Zeug behalten? Der Schmerz soll aufhören, bitte. Da brauche ich auch noch einen von. Oh, ging auch gar nicht mehr dazu. Ich brauche keine Hilfe. Tut mir nicht weh.
tu mir nicht weh. Dann können wir dich auseinandernehmen. Können wir dein Zeug behalten? Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Was soll... Geh es tut so weh. Bitte mach, dass der Schmerz soll aufhören. Bitte. Gleich. Es tut so weh. Noch zwei. Wenn sagt, wenn wir dich auseinandernehmen, können wir dein Zeug behalten. Der Schmerz soll aufhören. Bitte. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Oh cool, er zählt auch mit. Wenn ich auf einen schieße und den anderen macht die Quest dann fertig. Ah, okay, Rekruten aus der Schwäche. Ich fühle mich so stark! Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Da sind noch ein paar Rekruten. Der Saft zeigt seine Kraft. Der Saft zeigt seine Kraft. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? So, das ist ein Problem noch. Egal, Junge. Alles ausschneiden. Der Saft zeigt seine Kraft. Schnell Gebäude hier hoch. Ey. Warum komme ich da nicht hoch? Geht doch. Geht doch. Oh, was ist denn hier Schönes? Hat er auch was gemacht? Nee. Dann ist er. Na gut. Na gut. Hier ist noch eine Fackel. Bringen wir mal die Quest ab. Die Vorstellung, dass der Joker wissenschaftliche Experimente durchführt, verursacht große, große Übel. Bereit für den Kampf? Bane hat sich mit seinem letzten Giftvorrat im Cape Carmine-Leuchtturm verkrochen. Benutze den oberen Eingang hinter dem Licht, um nach innen zu gelangen. Und mach die Stadt sicherer für Falcones Korruption und Ausbeutung. Ach übrigens, Killer Croc ist drinnen. Falcone bezahlt ihn, damit er Bane fertig macht. Obwohl jeder weiß, dass er es auch umsonst erledigen würde. So, dann nehmen wir hier nochmal schnell die Quest an. Mein Leuchtturm ist voll von diesem widerwärtigen Venom. Allein von dem Geruch wird mir ganz übel. Beseitige es und ich entschädige dich dafür. Ich würde mal sagen, das wird jetzt wieder ein bisschen länger dauern. Deswegen mache ich jetzt hier wieder einen kleinen Cut. Oder? Für die letzte Folge für dieses Wochenende. Hauen wir das nochmal schnell durch, ja. Go, go. Da sind doch welche hier. Der Saft zeigt seine Kraft. Wird mir Bane auch Venom geben? Wunderbar. Oh je, jetzt werde ich niemals dieses Gift bekommen. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Bald ist es mein Revier. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Ach Mensch. Mit den Gewehrsachen zu zerstören ist richtig kacke. Ich mach dich kalt. Feel Bane. Hehe. So. Dann öffnen wir mal schnell das Tor hier. Und. Gehen. Hier lang. Gibt es hier keine gelbe Kiste drin? Ich brauche eine gelbe Kiste. Kalt.
Für Bane. Aber du... Wunderbar. Jetzt werde ich niemals dieses Gift bekommen. Auseinandernehmen, Moment, können wir dein Zeug behalten. Soll mich doch unbesiegbar machen. Der Saft zeigt seine Kraft. Okay. Wenn ich mich beweise, wird mir Bane auch Venom geben. Du bist jetzt in unserem Revier. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Warum sind die Hunde eigentlich da? Die machen ja nichts. Oh, hier ist er auch da. Level up. Yeah. Oh, ich bin Level 9. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Seine Kraft. Das hat richtig wehgetan. Was ist los? Wenn ich mich beweise, wird mir Bane auch Venom geben. Ja. Aber das macht dich ja auch nicht unsterblich. Ich mach dich kalt. Will Bane. Du bist jetzt in unserem Revier. Oh je, die Wirkung lässt nach. Stehen ja noch welche. Hallo? Der Saft zeigt seine Kraft. Sie wollten sich ja verstecken. Moment, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Ja, jetzt aber. So, das war alles hier. Immer noch keine gelbe Kiste, obwohl da leuchtet auch was gelb. Licht aus im Leuchtturm. Was sind das da hinten eigentlich? Hier nichts Besonderes. Let's go to the next. Ich denke mal, hier ist das Finale. Bane, bist du hier drin? Komm und hol dir deine Prügel. Gefalle ich dir jetzt. Wunderbar. Jetzt werde ich niemals dieses Gift bekommen. Tu mir nicht weh. Tu mir nicht weh. Jetzt einen ordentlichen Tritt ins Gesicht. Halt dich bereit, Banes Gift abfließen zu lassen, wenn er am Boden liegt. Sonst kommt er wieder zu Kräften, verstanden? Wikivale exklusiv. Itzli ist das Symbol von Stein und Opferung. Hier bin ich wieder. Grogu,
Erbärmliche Schwächlinge! Ihr seid für mich nur Insekten! Geht lieber mit den anderen Kakerlaken in Deckung, denn ich werde hier alles über euren Köpfen zusammenstürzen lassen! Mädchen, Croc. Ich werde dir zeigen, was eine echte Waffe anrichten kann. Ach, der steht ja gar nicht mehr da. Das hat gesessen. Das ist ja noch ein Ausrufezeichen. Dieser Ort wird dein Grab sein. Ich werde das ganze Gebäude zum Einsturz bringen und dich lebendig begraben. Schnell festnehmen. Okay, haben wir den. Upsa. Das hier haben. WikiVale berichtet, Xochipilli wird häufig von Straßenkünstlern dargestellt. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt in dieser stinkenden, schmutzigen Stadt bleibe. Die Falcones? Bane? Two-Face? Matata? Dieser irre Hasch? Killer Croc, Catwoman, ganz zu schweigen vom Joker. Es gibt zu viel Konkurrenz, aber ich bin Geschäftsmann und ich wittere eine Chance. Wenn also dieser kleine Bandenkrieg Gotham in Stücke reißt, hat der Pinguin einen hübschen kleinen Schirm, sobald das Blut vom Himmel regnet. Okay. Gut. Ja, der ist jetzt festgenommen hier. Da ist die Echse und ich denke mal, hier geht's raus. Erster den Leuchtturm. Wird gemacht. Dann stelle ich mich mal wieder nach ganz oben auf den höchsten Punkt. So, geht hier noch höher. Ganz vorsichtig, damit ich ja nicht runterfall. Ui, 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 ui. So. So, ich bin jetzt hier auf dem Leuchtturm. Ich gebe jetzt meine Quest ab. Sup. Bane hat Batman das Rückgrat gebrochen und jetzt hast du Bane gebrochen. Sag das 10-mal hintereinander. Ich muss hier raus, bevor alles zusammenbricht. Geh zurück zum Unterschlupf. Es wird Größeres und Besseres geschehen.
So viel zu Banes Beitritt in meinen Bandenkrieg. Ich muss mir überlegen, wen ich... Brainiac greift Area 51. So viel zu Banes Beitritt in meinen Bandenkrieg. Ich muss mir überlegen, wen ich als nächstes Gefahren aussetzen möchte. Two-Face? Hush? Vielleicht sogar den Pinguin? So viele Möglichkeiten. Geh los und sprich mit Catwoman im Unterschlupf. Wir unterhalten uns später. Tada! Ah, ich hab Schultern gekriegt. Jo. Ich denke mal... Ach, ich kann nur 12 Colas trinken, Dingens haben. Ah, wie sieht denn der Helm aus? Naja, okay. Na gut, okay. Das war's dann fürs erste Mal. Ich wünsche euch, warum sage ich immer so oft, ich wünsche? Na gut. Das war's fürs erste Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.